Yo, yo, yo. B? Nee, nicht B. I, warum ist? Hätten wir hier irgendwo eine... Ach nee, wir müssten... Ja, wir müssten ja auf... Auf... Doch, es war B. Genau, B drücken und dann E. Klar geht doch. Muss vor bis eine Kante. Fangen wir Bögen von Angeln mit einem Schwimmer 0 von 3. 1 von 3. Yippie, wir dürfen nochmal angeln. Und du musst es aushalten. Gungrasomat. Hab ich. Abschließen. Zertifikat für das Angeln. Freude ist wie ein schwimmender Fisch. Warte an der Mündung des Flusses ab. Angenehme Nachrichten werden auf dich zufliegen. Lehrling Dasisch. Diese Person hat die Einsamkeit des Angels ertragen und auf den richtigen Moment gewartet, um die Angelfertigkeit zu trainieren. Deshalb überreichen wir dir dieses Zertifikat. Meisterin der Handwerksfertigkeiten Arvella. Ach, und das ist das hier unten. Jawohl! Ein Wert, der jedes Mal verbraucht wird, wenn du Ressourcen erhältst oder Handwerksfertigkeiten einsetzt. Du kannst keine Ressourcen erhalten oder Fertigkeiten einsetzen, wenn du nicht genügend Arbeitsenergie hast. Du verbrauchst eine Menge an Arbeitsenergie, hängt von... Ach so, die verbrauchte Menge an Arbeitsenergie hängt von den Ressourcen und von deinem Standort ab. Aha, also wir brauchen noch wenig. Später wird es wesentlich mehr. Aber 30 Arbeitsenergie wird in 10 Minuten hergestellt. Geht denn? Das wird später bestimmt auch noch mehr. Die Angel, aber schnell. Wer bist denn du? Paradiesträumerin. Bubbles. Gut, wir haben geangelt. Willkommen zur Herausforderung. What? Angeln, Geduld beim Angeln. Wir bekommen nochmal 25 Fisch. So, und jetzt Holzhacken. Wer erklärt mir Holzhacken? Oder kommt das erst noch bestimmt nicht? Krönung, das kam jetzt aus dem Nichts. Wie meinst du das? Was? Ich verstehe. Daran haben alle gearbeitet. Kein Wunder, dass sie ja alle in letzter Zeit so beschäftigt waren. Ich verdiene solche Güte nicht, aber ich bin wahrlich dankbar. In Lake Bar. Nun gut, bitte fahre mit der Krönungszeremonie fort. Wo soll ich denn hinfahren? Noob, noob. Traditionell wird die Krönung in Loterra in einem Ort namens Schimmergrat abgehalten. Zum Glück befindet sich dieser in der Nähe. Du sagtest, die Krönungszeremonie war Ärmels Idee. Die Krönung verlangt einen Priester. Bitte sag Ärmel, dass ich möchte, dass er die Zeremonie leitet. Ne, der leidet schon genug. Charakter, Inventar. Aha, eine bessere Angel. Wir brauchen ein größeres Ruderboot. Wir haben noch so einen Trank. Erzeugt. 1500 Angel-EP. Bergbau-EP-Trank. Ach, der erzeugt Bergbau-EP? Das können wir einfach so reinmampfen? Lager? Haben wir mehr gekriegt? Genau. Kaderinformation? Ne, Charakter. Handwerk? L war das.
Bergbau Stufe 4. Wir haben das alles schon frei. Aha. Nice. Und Angeln haben wir Stufe 3 und haben das frei. Warte mal. Bergbau. Seltenes Material, Sammelgeschwindigkeit 3%. Jawohl. Minispielbelohnung. Netzfischerei. Und Ausgrabung. Und Ausgrabung. Da kriege ich schon wieder das nächste. Jo, B. Mach mal weg. Du hast die Krone fertiggestellt. Jawohl, Hammer. Oberhaupt Hordern. Hat es mir erzählt, ein Glück, dass die Krämer so großzügige Beiträge geleistet haben. Großartige Arbeit, was hat der Prinz gesagt? Wie bitte? Er will, dass ich die Zeremonie leite? Ich habe nicht das Recht dazu. Ich bin nicht würdig, solch eine edle Aufgabe zu erfüllen. Ich werde der Krönungszeremonie beiwohnen, aber ich denke, der Priester von Leckbar sollte sie durchführen. Ach, Ärmel. Arme. Hat abgelehnt? Hat abgelehnt? Das ist schade. Aber ich glaube, es besteht nur eine Chance. Er meinte, dass er teilnehmen wird. Also gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, ihn zu überzeugen? Ich hätte wirklich gern, dass Ärmel sie durchführt. Du doch auch, oder? Hm, jo. Auf zum Schimmergrat. Reisender Händler. Malone! Was hast du? Hä? Das kann man bei dem kaufen. Waffenkraft plus 12. Gegenstand Stufe 3. Kann man das dann auf der Waffe drauf machen oder was? Überfordert. Danke. Wieso geht das mit auf? Kann man dem das auch noch verkaufen? Oh, eine Karte. Eintauschen. Klar, für 5000 Silber. Verlassen. Linderfolg, jawohl. Immerhin eine Karte. Kartogan wurde eingelesen. Kader. Kartenkatalog. Hier vorne bei Ausrüsten ist er dabei. Aktiv, Schiericht, Civil. Kartogon, 3 von 4, nice, 2 von 5. Sehr schön. Und hier hätten Lichter auch mit drin, Kartogon. Aber wieso ist er bei Ausrüsten dabei? Das stimmt doch gar nicht. Ja, die habe ich nur aktiv gesetzt. Damit überhaupt was drin war. Weil du kriegst ja nur die Boni von denen hier. Also von zweien. Jo, jo, jo. So, was sollten wir jetzt machen? Dahinter latschen. Ui. Warte mal, hier oben waren wir ja schon. Können wir hier unten lang laufen? Waren wir hier unten schon? Ah, wir sitzen mal auf. Sonst bin ich nur am Hacken. Im Dorf ist alles in Ordnung. Das ist schön. So, wir müssten hier lang. Hier, nein, hier hoch.
Aha, hier sind schon mal keine Erze. Ist das der Stiefel? Inventor? Nee. War das so gerade aussah? Klettern. Tipp, Tipp, wo müssen wir denn hin? Eigentlich gerade an der Kante lang. Hä? Ach, hier geht's gar nicht weiter. Warte mal. Klettern. Gibt es hier irgendwas Besonderes? Muss es aber irgendwann auf jeden Fall geben. Ansonsten kommst du ja hier nicht hoch. Ja, dann müssen wir einmal außen rum. Einmal außenrum, ja. Das kennen wir bis dahin schon. Jo, 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 jo. Was? Hier gibt's gar nichts mehr zu hacken. So, haben wir es kaputt gemacht. Besiege wildes rotes Kran in West. Mhm. Hier gibt's Zacken. ...8.320... ...8.290... Du verlierst 30. Das ist das, was der in 10 Minuten herstellt. Das heißt, du darfst alle 10 Minuten mal hacken. Also immer am Tag komplett abhacken und dann über Nacht warten und dann... Jo. Damit kannst du natürlich auch dafür sorgen, dass sich die Leute spezialisieren. Nicht alles machen. Schimmergrad betreten. Müssen wir ja wohl. Jaha. Schimmergrad. Das Monument von König Blüpp. Jawohl. Schnauzhalten genießen. Wir werden bald den Ort der Krönung erreichen. Ich hoffe, dass du mir die Ehre erweist und die Zeremonie durchführst. Es ist eine heilige Zeremonie. Ich fürchte, ich muss ablehnen. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich meine, wer ist heiliger als ein Priester? Aber... Moment, was ist das?
Lass mich raten, wir sollen denen jetzt helfen. Und müssen uns hier vorboxen und gegen den Endboss. Was ist denn das überhaupt? Achso. Mein Währungsinventar.